Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und ja, heute wage ich mich mal in ein fremdes Terrain vor, denn so etwas, was ich jetzt hier habe, habe ich vorher noch nicht besessen und habe auch lange überlegt, ob ich sowas auch wirklich brauche. Aber dann habe ich letztens auf der Arbeit festgestellt, na, wenn ich so zu den Reha-Fall-Konferenzen gehe, wo sich die Jugendlichen und die Erzieher und von der Schule welche und von der Ausbildung sich treffen, um über das weitere Vorgehen zu diskutieren des Jugendlichen, habe ich eigentlich immer so ein kleines Notizblöcklein mit dabei und habe immer irgendwo dann lose einen Kugelschreiber herumstecken. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wäre doch jetzt gerade ein guter Zeitpunkt eigentlich, um mich mal mit so etwas zu beschäftigen wie einer Schreibmappe. Ja, und da hat dann der liebe André Hörner mir erzählt, ja, er hat so eine Schreibmappe, also die könnte er mir mal zuschicken zum Ausprobieren und zum Testen und so. Und wenn sie mir gefällt, kann ich sie auch behalten. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das mal aus. Ja, so. Ich habe es vorher noch nie gehabt, wie gesagt, ne? Aber ich bin ja immer mal guter Dinge, mal neue Dinge auszuprobieren. Gesagt, getan. Der liebe André, der hat mir jetzt also seine Schreibmappe hier zugeschickt. Das ist die übliche Verpackung. Die kommt, ne, in diesem schönen ja, Pappkarton mit diesem schönen Hörner-Logo drauf. Sieht echt sehr, sehr schön aus, ja. Dann, also die Klappe, die kann man hier öffnen und dann liegt hier drinne dieses schöne aus echtem Leder gemachte, ja, Hörner-Schreibmappen-Dings, also die Hörner-Schreibmappe. Ja, und wenn wir die hier herausnehmen, dann haben wir hier halt eben die Schachtel, die tue ich jetzt mal weg. Ja, und dann haben wir hier halt eben diese Schreibmappe, ja. Also die Schreibmappe, die ist auch hier versehen mit dem Hörner-Logo. Sehr schön, wie ich finde, dieser Phönix. Ich finde, dieser Phönixvogel, der hat echt was, ja. Mit dem Hörnerlogo macht sich echt gut, sieht sehr edel aus. Die Mappe, die fühlt sich sehr gut an, ja. Ich kenne andere Ledertypen, Lederarten, die fühlen sich auch, ich sage jetzt mal, ja, minderwertig oder billig an, sage ich jetzt mal, wie ich das so kenne, aus meistens dann aus, ja, Ländern, die dann solche Sachen verkaufen für ein paar Euro oder so. Die Schreibmappe, die gibt es momentan ein bisschen reduziert, meine ich, ja. Ich setze gerne den Link dazu. Und ich sage jetzt mal, diese Schreibmappe, die hat da so ein paar Features, wo ich erstmal sagen muss, ich muss klarkommen damit, ne? Also klar, wenn man das sowas noch nicht kennt, muss man erstmal schauen, ob man mit sowas überhaupt klarkommt, ja. Denn so eine Schreibmappe heißt ja nicht nur, das ist eine Mappe, mit der man schreiben kann oder in der man schreiben kann, sondern die hat auch viele Features, ja, zum Beispiel viele Taschen. Ja, das fängt dann hier an. Auf der Rückseite haben wir hier so ein Fach, wo wir, keine Ahnung, vielleicht ein Ladekabel für ein Handy reinmachen können oder, ach, keine Ahnung, irgendwelche Papiere, was weiß ich, ja. Und dann kommt dann das Schöne, wenn man dann also die Schreibmappe öffnet. Jetzt muss ich gucken, wo ich hier den Reißverschluss hingemacht habe. Ja, lässt sich hier schließen mit zwei quasi Reißverschlüssen. Wo sind der andere? Da war doch hier. Nee. Lass mal kurz gucken. Hier. Ja, also hier ist ein Reißverschluss und da ist ein Reißverschluss. Also man kann dann quasi so sein Öffnen Dings, also man kann selbst bestimmen, in welche Richtung man aufmachen möchte. Ja, ich habe mich vorhin zwar entschieden, aber dann wieder umentschieden und dann wieder umentschieden und dann wieder umentschieden und dann wieder umentschieden und dann wusste ich gar nicht mehr, was ich jetzt eigentlich will. Also habe ich mir jetzt überlegt, ich mache jetzt das Ding einfach mal auf, ja, und das ist jetzt so ein Beispiel, wie ich das jetzt hier aufgelistet habe oder mir eingerichtet habe. Gibt ein paar schöne Features. Fangen wir mal hier auf der linken Seite an. Ja, wir haben hier so ein Smartphone oder Tablet-Halter. Ja, es scheint, ist mit Klettverschluss versehen. Das heißt, man kann es flach machen, wenn man es nicht braucht. Man kann es so herausfahren und dann quasi hier so festgurten, ja,
Kletten, wenn man es braucht. Ja, mit diesen zwei Schlitzen, die hier sind, kann man dann quasi ein Handy, ich sage jetzt mal, ja, da hineinstecken. An der Seite hier ist, ich versuche es, ich muss gucken, dass ich mit dem Winkel hier hinkomme. Hier ist noch eine schöne Tasche hier drinne, ja, mit einem schönen ausgefütterten Innenleben, fühlt sich sehr, sehr schön an. Ich habe jetzt mir jetzt hier zu Demonstrationszwecken das Tablet von meiner Freundin geliehen, damit ich euch das so zeigen kann. Und ja, also hier kann man das sehen. Ja, so, also ich habe jetzt hier quasi das Tablet hier so hineingesteckt. Ja, vielleicht kann ich euch Fotos einblenden oder so, wie das dann so aussieht, wenn das eingesteckt ist. Ja, man kann auch im Prinzip ein Handy nehmen. Wenn man jetzt kein Handy hat mit einer dicken Hülle, so wie ich, ja, dann kann man es auch problemlos da hineinstecken. Ja, und dann auch wieder in seine Tasche zurückstecken. Finde ich sehr schön. Ist auch der Grund, ich habe mich vorerst gewundert, ne? Weil hier an der Seite kann man was hineintun, hier an der Seite nicht. Ja, da habe ich gedacht, was ist denn los hier? Das ist doch bestimmt irgendwas, ne? Aber dann habe ich gesehen, ah, okay, hier ist diese Tasche, wo man dann so ein Tablet oder so einen kleinen Laptop oder was auch immer da hineintun kann. Finde ich sehr schön. Ja, dann haben wir hier so ein paar Fächer für Visitenkarten, Personalausweis, Kreditkarte, bla bla bla. Ja, ich habe jetzt hier schon so ein paar Sachen eingerichtet. Also erstmal nur so Demonstrationszweck. Ich muss mal überlegen, was ich dann so im Endeffekt dann quasi hier also hineinlege, um mit der Arbeit gut gerüstet zu sein. Hier so ein kleines Taschenmesser. Nein, das brauche ich also mit der Nagelfeile und mit einem Nagelschere. Ja, brauche ich auch auf der Arbeit. Denn donnerstags biete ich die Musik AG an und gebe dort auch im Zuge dessen Gitarrenunterricht. Und wenn die Gitarristen unter euch, die werden das vielleicht kennen, wenn die Fingernägel zu lang sind, dann spielt man damit sehr schlecht. Also sehr unsauber und es fühlt sich auch nicht gut an, weil die Nägel, die kommen dann gegen das Griffbrett des Holzes und das ist nicht so schön. Also egal. Ja, und dann habe ich hier noch eine Speicherkarte, ob ich die brauche, keine Ahnung. Dann haben wir hier ja, so ein kleines, ja, für quasi für Visitenkarten, kann man sagen. Und man könnte auch im Prinzip auch ja, Geldscheine hineintun oder Münzen oder was auch immer, irgendwas, USB-Stick, also alles, was so kleiner ist, was ein bisschen loser ist, was man aber halt immer braucht, kann man da hineintun, ja. Ja, natürlich so drei Stifteschlaufen haben wir mit dabei. Ja, da habe ich jetzt hier einmal für mich so den Hörner-Legno Ebenholz-Tintenroller. Dann hier habe ich mir quasi jetzt mit ihm quasi mitbestellen lassen mit der oder mitliefern lassen mit der Schreibmappe ein Hörner Silvera Kugelschreiber mit einer roten Mine, ja, damit ich auch mal was Rotes schreiben kann. Hörner. Oh Gott. Jetzt blamiere ich mich, weil ich Silvia, nenne ich Silvia. Silvera, glaube ich. Oder Silva? Lieber André, bitte verzeih es mir, dass ich nicht nochmal nachgeguckt habe. Ja, aber auf jeden Fall. Sehr schöner Kugelschreiber, liegt auch sehr gut in der Hand. Die Minen schreiben wieder auch sehr gut, wunderbar. Ach, ich finde das toll. Gerade so fürs Business, für die Arbeit. Ein richtig, richtig schöner, guter Stift. Mit einer roten Mine und so für eine blaue Mine. Da habe ich dann hier so meinen Himmelstier, die Kugelschreiber-Variante von Big G's blauen Drachen, die der Christoph Meyer quasi für mich angefertigt hat. Ja, also für normale Notizen quasi. Ja, und dann haben wir hier auf der rechten Seite natürlich hier einmal hier so ein Klemmbrett, was ich echt gut finde, weil man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, ich habe jetzt einen kleineren Block, kann man auch hier hinein tun. Dann hätte man einen besseren Zugang
zu diesen Taschen hier quasi. Ja, jetzt habe ich sie hier herausgemacht. Ich Dummdödel, ich Blöder. Naja, habe ich wohl zu viel Papier genommen. Egal. Also, hier haben wir nochmal so ein paar kleine Fächlein für Visitenkarten oder, keine Ahnung, ja doch, Visitenkarten oder Kreditkarten, irgend sowas, was man halt so braucht, wenn man unterwegs ist. Hier ist nochmal so ein Fach, wo man auch mal vielleicht nochmal irgendwas hineintun kann. Vielleicht Ladekabel für das Handy oder sowas. Ja, muss man ja im Business auch oft dabei haben. In der größeren Variante gibt es das Ganze hier auch nochmal. Und was ich richtig klasse finde, ist dieses herausnehmbare Inlay quasi. Ja, mit diesem Ringbuch, wo man hier hineinheften kann, finde ich echt klasse. Ja, einfach auch hier wieder hineinlegen. Also, wenn man da jetzt hier so ein Block drin hat, ja, keine Ahnung, was halt eben A5 Größe ist oder sowas, das kann man einfach raustun. Man kann damit schreiben, rausnehmen. Also, finde ich echt super. Also, wäre vielleicht auch für die Berufsschule gar nicht mal so ungeeignet, wie ich finde. Ja, aber für die Arbeit mache ich jetzt mal hier, das ist übrigens Rhodia Color. Ja, ich nehme das jetzt für den Gebrauch von Kugelschreibern, weil ich festgestellt habe, dass das sich mit Füllertinte, also Schreibtinte, nicht unbedingt so gut eignet, ja. Und ja, ansonsten finde ich, muss ich echt sagen, ist eine tolle Schreibmappe, ja. Also fühlt sich sehr hochwertig an, sieht sehr hochwertig aus. Und ich finde, sowas kann man eigentlich immer brauchen. Ne? Ist mal schnell verstaut im Auto, ne? Oder man tut es dann so zusammengeklappt haben, ja, und so unter dem Arm quasi mit sich herumschleppen. Sieht auch ein bisschen, ja, gut aus, ne? Für jeden, der sich für ein bisschen wichtig hält. Ja, ja, also wenn man mal so sieht, unwichtig sind wir ja alle nicht. Ne? Also jeder von uns erfüllt irgendwo auch einen wichtigen Zweck, besonders auch auf der Arbeit, ja. Ich schließlich auch. Ich finde, ich mache eine gute Arbeit, eine wichtige Arbeit mit Jugendlichen und so. Und ich muss sagen, ich liebe meinen Job. Also ganz nebenbei erwähnt, ich liebe meinen Job. Ja, okay. Ansonsten glaube ich, ich kann nichts mehr erwähnen. Wie gesagt, dieses Leder fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Ja, und ich werde diese Schreibmappe mit Freuden benutzen, auch auf der Arbeit oder hauptsächlich für die Arbeit. Ich hab mir das ja quasi für die Arbeit kommen lassen und da freue ich mich ganz, ganz riesig, dass ich jetzt endlich eine bessere Organisation meiner Unterlagen, meiner Schreibutensilien habe für die Arbeit, ja, weil ich habe nur so ein paar Fächer und da ist ein Block, da ist ein Block, da sind Stifte, da sind Keksreste, da sind dies und das, keine Ahnung, also ja, ich nasche sehr gerne, ja, die Jugendlichen essen auch, naschen auch gerne bei uns. Ja, wir haben auf unserem Tisch so eine große Schüssel mit Süßigkeiten drin, wo die dann, wenn sie dann kommen von der Ausbildung, fragen die dann, darf ich mir was nehmen? Und dann natürlich, ja. Und ich als quasi herangehender Erzieher muss natürlich auch die Qualität dessen gewährleisten, was wir unseren Jugendlichen auch anbieten und deswegen auch selbst einige Qualitätskontrollen entnehmen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich nasch gerne, ich gebe es zu. Okay, gut. Also, ja, dann war es schon wieder für heute. Kurzer Hinweis: Ich habe jetzt, ja, der liebe André hat mir jetzt auch für euch einen Rabattcode eingerichtet. Ja, also wer quasi bei ihm bestellt, kann 10% Rabatt bekommen. Der Rabattcode heißt Big G. Ja, also, schreibe ich euch gerne noch einmal unten in die Beschreibung und dann könnt ihr dann dort ab einem gewissen Bestellwert natürlich eure 10% Rabatt bekommen und könnt dann einkaufen, was ihr haben wollt. Ja, echt toll. Sowas ist ja auch eine Investition wert, wie ich finde, und richtig klasse. Also es fühlt sich echt, echt schön an, muss ich echt, echt sagen. Ja, lieber André, ich danke dir recht herzlich, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Ja, zu deinem Pech gefällt mir die Mappe sehr gut. Das heißt, du kriegst sie nicht wieder. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie wir uns da einigen. Okay, also dann. Ja, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen, Freunde? Dann fragt sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.